Prophezeiung. Was verkündet die Prophezeiung? Sie verkündet die Geburt des Indigo-Kindes. Das Kind wird die Antwort auf alle Fragen kennen. Und derjenige, der seine Nachricht hört, kann sich dadurch unendliche Macht verschaffen. Wird das Kind aber vor Ende des Countdowns nicht angehört, dann wird die Menschheit erlischen. Und? Was machen wir nun? Wir müssen das Indigo-Kind zu einer Chroma-Quelle bringen. Nur dort verkündet es seine Nachricht und erfüllt die Prophezeiung. Wo finden wir die Chroma-Quelle? Auf unserem Planeten sind nur 3 solcher Quellen bekannt. Die nächstgelegene befindet sich in einer alten Militärbasis namens Wichita. Wichita? Da bin ich geboren. Meine Eltern waren Wissenschaftler, sie arbeiteten für die Regierung. Ach so, das erklärt natürlich so einiges. In den 50er Jahren wurde ein Artefakt entdeckt, das nicht menschlichen Ursprungs war. Wie sich herausstellte, war es eine Chroma-Quelle. Wir müssen das Indigo-Kind schnellstens dorthin bringen, bevor es dahin sieht und stirbt, ohne die Nachricht verkündet zu haben. Wann fahren wir los? In 2 Stunden. Sobald euer Fahrzeug fertig ist und wir genug Benzin für euch gefunden haben. Sehr wahrscheinlich werden der orangene Clan und der lila Clan in Wichita schon auf euch warten. Sie schrecken vor nichts zurück, um euch daran zu hindern, das Kind mit dem Artefakt zu vereinen. Wir werden uns um das Kind kümmern und versuchen, es mit etwas Chroma aufzupäppeln. Da hinten im Waggon sind ein paar Matratzen. Ihr solltet euch etwas ausruhen, bevor ihr aufbrecht. Ihr habt eine lange Reise vor euch. Morgen wird für die Menschheit vielleicht der letzte Tag anbrechen. Ich dachte, es gibt nur einen Clan. Naja. Los jetzt. Ich bin todmüde, Carla. Ich befolge Bogarts Rat und leg mich schlafen. Ich kann auch nicht schlafen. Ich schaue mich noch um, bevor ich mich hinlege. Gut. Dann gucken wir uns ein bisschen um. Das habe ich noch nie hinbekommen. Ach, schade. Na los, jetzt genug aufgewärmt. Mit den Leuten reden. Geht das? Nö. Ja, nimm die Waffe. Warte, da liegt er drin zum Schlafen. Das ist. Ich bin hier noch. Da liegt doch was. Ich sehe es ganz genau. Radio. Ein altes Radio. Wenn ich das wieder in Gang bringe, könnte ich vielleicht Neuigkeiten von der Oberfläche erfahren. Sieht durchaus funktionstüchtig aus. Ich brauche bloß Batterien und eine Antenne. Dann suchen wir mal. Was Taschenlampe ist und sicher Batterien drin. Dann bin ich gut. Taschenlampen. Ich nehme die Batterien von einer für das Radio. Leon. Mal gucken, was hier noch gibt. Nichts. Eine Antenne. Mal gucken. Wo könnte hier eine Antenne sein? Nichts. Ups, da war was. Da. Eine Eisenstange. Eine perfekte Antenne für das Radio. MacGyver. Aber nur zum Radio. Na, erstmal Musik anmachen.
Schlager oder so. Ja. Boah, ich bin müde. Was ist die Antenne? Wann geht's los? Jetzt müsste es funktionieren. Ja, mach mal an. Zwei Drittel des Landes sind heute Morgen ohne jegliche Stromversorgung. Wo immer Holz zu finden ist, wird es von der Bevölkerung als Brennholz genutzt, um sich vor der Kälte zu schützen. Schon in nur wenigen Tagen werden auf dem Planet erneut steinzeitartige Zeiten. Die Regierung hat den Notstand Stufe 1 ausgerufen. Die Armee ist im ganzen Land damit beschäftigt, Plünderungen zu verhindern und denen zu helfen, die aufgrund der Kälte ihre Häuser verlassen mussten. Mehrere hunderttausend Männer wurden den Rettungsdiensten zugewiesen, um zu versuchen... Alle Ozeane weltweit werden bald vollständig von Eis bedeckt sein. Der Atlantische Ozean ist bereits so gut wie zugefroren und in der Mitte des Pazifischen Ozeans bleiben nur noch einige hundert Kilometer, die noch nicht von den Eisschollen bedeckt sind. Die Temperaturen weiterhin sind. Glaubt ihr, Brüder und Schwestern, in Wahrheit ist diese Kältewelle die Strafe Gottes für alle Sünden der Menschheit. Gott ist unserer ungläubigen und bösen Taten überdrüssig geworden und er wird die Erde von den Unwürdigen befreien und den Anbruch eines neuen Zeitalters verkünden, genau wie er es bei der Sintflut tat. Habt keine Angst, Brüder und Schwestern. Denn Gottes Wille ist allmächtig. Die Gerechten müssen seinen Zorn nicht fürchten. Ja, ja, das glaube ich. Die Apokalypse. Die Zukunft der Erde entscheidet sich morgen in Wichita. Na gut, gehen wir schlafen. Oder ein kleines Techtelmechtel mit Lukas. Da ist er ja. Hallo. Na komm. Noch immer wach? Ja, ich bin zu angespannt. Ich kann kaum glauben, dass morgen alles zu Ende sein soll. Felder, Wälder, Städte. Alles soll unter dem Eis verschwinden. Und was ist mit uns? Es wird sein, als hätten wir nie existiert. Als hätte nie etwas Bedeutung gehabt. Hast du Angst zu sterben? Jetzt nicht mehr. Falls wir beide morgen sterben müssen, sollst du eins wissen. Ich bedauere sehr, dass wir uns unter diesen Bedingungen kennengelernt haben. Jetzt geht's los. Vielleicht, wenn alles anders gekommen wäre. Küssen, küssen, küssen. Ey, die hören auf mich. Wann bin ich gut? Wie die sich küssen. Eiskalt. Deine Lippen sind eiskalt. Ich liebe dich, Lukas. Was? Wieso liebt sie ihn auf einmal? Das. Aha, jetzt geht's hier los. Guck mal, Nippel. Ich zensiere. Szenen, die wir sehen wollten. Ist das nicht schön? Ich verstehe kein Wort. Ja, komm, steh auf. Er wusste, dass die Halle brennen würde, John. Da bin ich sicher. Aber er hat das Feuer trotzdem nicht gelegt. Nein, Mary.
Das ist einfach unmöglich. Sieh's doch ein. Niemand kann Sachen sehen, bevor sie eintreten. Dies Artefakt sendet eine Strahlung aus, die uns noch immer unklar ist. Vielleicht bewirkte sie etwas bei Lukas. So ein Blödsinn. Wir haben alle untersucht, die jeder mit in Berührung kam. Und niemand wies was Besonderes auf. Und außerdem, wenn es am Artefakt läge, wären wir alle bestrahlt und hätten irgendwelche Fähigkeiten. Mit einem Unterschied. Ich war mit Lukas schwanger, als ich zuerst dorthin ging. Lukas wurde von dem Artefakt bestrahlt, als er noch in meinem Bauch war. Das ist doch lächerlich, Mary. Mir reicht's. Ich geh erst mal raus, bis du dich abgeregt hast. Lukas? Was machst du da? Lukas? Lukas! Oh mein Gott. So ist also. Schlechte Mutter. Woher haben Sie das Fahrzeug? Wieso fährt nicht jeder damit rum? Ja, da ist die Halle. Sieht alles verlassen aus. Anscheinend waren wir schneller als das Orakel und der Lila-Clan. Sie sind ganz in der Nähe. Ich kann sie spüren. Jade ist bewusstlos. Sie hält nicht mehr lange durch. Die Zeit wird knapp. Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll? Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Ich möchte dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Sei vorsichtig. Ich brauche dich. Na komm, das ist aber ziemlich unwertig, diese komische Liebesszene jetzt hier. Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, gehst du zu Bogart zurück. Er wird dich beschützen. Können die ihr nicht meine Hose anziehen? Die friert doch an den Beinen. Mann, da hast du die Tabulator angemacht. Das ist Symbol dafür, Großschreiben. Ach komm. Ah, ich hasse das. Natürlich ist die Tür nicht zugeschneit. Ist ja auch logisch. Die Türen haben ja natürliche Wärme, die den Schnee schmilzt. So, dann durch. Ja. Da, da war eine Tür. Hallo? Was ist denn? Wo ist denn die Tür, verdammt? Ah, die Kamera regt mich auf. Ach, ist ein Fahrstuhl. Okay. Du nicht. Ja, schon wieder kämpfen. Dein unbedeutender Part ist vorbei. Du kannst nun das Spielbrett verlassen. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Na, muss ich es mal nicht drücken? Doch, anscheinend schon. Ah, Mann, ey. Dummer Scherz oder was?